Und herzlich willkommen zurück bei The Crooked Man, der krumme Mann. Wir sind jetzt in der Schule gelandet, suchen immer noch nach dem Vorbesitzer und nach der von unserer Wohnung. Haben den ersten Schlüssel, glaube ich, bekommen oder auch schon den zweiten, bin ich ganz sicher. Und wir können jetzt hier rein. Im Referenzraum. Oh. Ist ein neues Buch, was sich freut. Oh Gott. Sie sagen, dass Menschen, die gleich denken, irgendwie auf was so, wo aber auch gleich handeln unter den gleichen Umständen. Und Menschen sind merkwürdig. Oh Gott, sind so viele Wörter, die ich nicht kenne. Obwohl, so schwer ist es ja nicht. Also nach außen hin erscheinen sie entweder gutwillig oder böse. Trotz, dass sie zwei Gesichter haben innen drinne, können sie was die Idee des Undenkbaren haben. Du... Ich weiß auch nicht. Wie könnte man das denn sagen? Du verachtest vielleicht jemanden... Nee. Doch, du verachtest vielleicht jemanden so wie dich, aber... Vielleicht hast du in deinem Herzen Gefühle für ihn. Das Wichtige ist nicht das Unmögliche. Was? Nee, was? Impossible? Was? Ich verstehe niemals irgendwas an diesem Philosophiezeug. Magst du nicht Leute, die du nicht magst? Ja, das meine ich. Ich kann das eigentlich gerade voll verwirrt alles. Gut, dass es nicht nur mir so geht. Hier muss irgendwo eigentlich... Was? So, Kriminologie. Hier muss irgendwo noch ein Passwort oder sowas dazwischen hängen. Geschichte. Oh, Hilfe, hier liegt ja einiges noch rum. Ich habe eins übersprungen, aber das war es eh nicht. Zivilkrieg? Nee. Was? Gerecht. Oh Mann, das Gesetz. Es ist schon eine schwere Sache hier. Gott, das Bild ist das. Ist das Beethoven oder so? Okay. Eine Liste von den Büchern, die rein und raus gingen. Neue Sachen. Oh, nein, doch nicht. George White. 1726 bis 1806. Achso, der hat mit die Unabhängigkeitserklärung unterschrieben. Er wird manchmal Vater von des amerikanischen Gesetzes genannt. Was? Für Unterrichten die erste Klasse in... Oh Gott, was ist denn Jurisprudenz? Ach, kommt irgendwas Gerechtes hier. Meine Fresse. Es ist in der Wand drinne. Ah, die Schrauben sind ein bisschen locker. Wenn ich das richtige Werkzeug hätte, könnte ich es abschrauben. Na, dann machen wir es doch mal. Oha. Okay, wir haben es abgeschraubt. Ah, hier ist ein... Okay. Ein neuer Code. 1647 für irgendwas. Ach, ich bin froh, dass ich diesen Schraubenzieher mitgenommen habe. Ich dachte schon, der wäre nicht mehr nützlich. Habe ich mir auch was gedacht. Hier geht's gar nicht mehr weiter. Gut, dann nicht. Okay, was ist das hier? Irgendwas. Okay, das ist eindeutig ein Aufzug. Okay, das verstehe ich immer noch nicht. Ja. Was haben wir jetzt noch für Schlüssel eigentlich dabei? John Keith Room. Ich glaube, das ist der einzige Schlüssel, den wir noch haben. Dann müssen wir den Raum von diesem John Keith suchen. Parlor. Hier waren wir doch gerade. Nein. Was ist das für ein Raum? Computerraum. Okay, da kommen wir später noch rein. Den Schlüssel hat dieser Franz Moore. Bin mal gespannt, ob wir wieder auf unseren neuen Freund treffen oder auf unseren alten Freund. Huch. Ich habe schon den Namen vergessen, den wir suchen. Ich glaube, es war Keith.
Kieselstein. Nein, hier müssen wir eigentlich jetzt nicht hin. Ich glaube, auf Toilette will er gar nicht. Janitors? Achso, Hausmeister oder sowas, glaube ich. Außer nicht, dass der Raum ganz oben war. Wenn ich mir etwas nicht merken kann, dann sind das Namen. Vielleicht noch runter hier? Okay, dann nicht. Oh Mann, wie riesig. Ich habe schon gar keine Lust mehr hier rumzuflanieren. Ray Twain? Hey, was machen wir jetzt hier eigentlich gerade? Okay, hier brauchen wir noch irgendwas dafür. Und zwar das Passwort. Ich glaube, wenn man das Passwort kennt, dann kann man das eingeben. Wer war das jetzt hier? Was? Naja, doch, die bindet durch ein Passwort. Ja, ist klar. Cindy. Andrew? Da kommen wir auch bestimmt nicht rein, ja. Ah, hier. Ah, okay. Das müsste es hier sein. Oh Mann, so ein Hin und Her. 16, 4, 7. Und hier gewittert's auf einmal. Sehr schön. Ah, okay, zur Halle. Das war unten, das war... Oh Gott! Alter, was zum... Was? Nein! Und ich hab nicht gespeichert! Warum ist er hier? Zurück im Hotel. Ich dachte, ich hätte ihn getötet. Verdammt! Ich muss danach später nachdenken. Ich muss jetzt ran. Lass mich. Was? Was? Bitte ernsthaft, was? Wieso war der gerade so schnell? Okay. Warte, was? Ich spiele gleich nur ein bisschen an der Stelle und muss auf jeden Fall erst noch vorher speichern. So, hier sind wir jetzt wirklich. Ich habe jetzt Passwort wieder eingegeben und ich... Oh Gott, echt, ey. Das ist unglaublich hier. Dieser Drecksack, dass der uns gefolgt ist, war ja aber irgendwie abzusehen. Ah, ich hab mich nicht erschreckt. Was? Warum ist er hier? Ja, ich dachte, ich hätte den getötet, aber... Er ist nur voller Blut. Put. So schnell. Kann ich nicht zuschließen? Ich gehe nicht rein. Ja, es... genau. Schließ einfach zu. Genau. Ah, oh, oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja. Du dämliches Monster. Du kommst da nicht mehr raus. Oh Gott. Sicher, das wird ihn erstmal drinnen halten. Oh Mann. Oh, das ist merkwürdig. Ich meine... Damals im Hotel. Und... Was? Dieses Hotel ist Stunden weg, oder nicht? Könnte es wirklich... Folgt es mir? Warum? Wie... Ach, verdammt, das macht mich einfach wahnsinnig. Oder werde ich wirklich verrückt? Oder halluziniere ich mir dieses Ding hierbei? Okay, aber trotzdem, es hat Sissy attackiert. Also kann ich das mir nicht einbilden. Es existiert. Monster, das ist... Es ist... D. Denn dieses Monster hier ist, muss ich D warnen. Ich muss ihm sagen, dass er verschwinden soll. Ah ja, okay. Das war ja klar, dass er jetzt D helfen muss, etc. Mich... Ach ja, genau. Ich habe den Schlüssel nach unten quasi bekommen. Wir speichern jetzt erstmal. Puh. Ich weiß gar nicht, was ich sonst gemacht hätte. Ich glaube, ich wäre einfach nochmal... Ich hätte versucht, in das nächste Zimmer zu rennen. Aber wo ist die? Okay, wenn er hier nicht ist, dann gehen wir einfach weiter. Okay, oh wow. Mehr Räume. Wer hätte das gedacht? Da ist er. Was? Freunde...
Danke, dass ihr heute gekommen seid. Bla bla bla. Heute ist für uns der beste Tag von unserem Leben. Ach ja, genau, weil ihr heute unsere Schule verlasst und als ach kommt. Die, die ihr Examen bestanden haben und die, die nicht Notariare, Lehrer oder irgendwas anderes geworden sind. Ach, alle werden hier von der Schule gehen und fühlen uns sehr geerbt. Geerbt. Ja, genau. Hätte ich jetzt auch gelacht. Aber diese Leute hier haben etwas gemeinsam. Sie haben Hoffnung für ihre Zukunft und sind bereit, alles aufzunehmen, was da kommt. Ein Hoch auf unsere Träume. Und unsere unsichere Zukunft. Vielleicht haben wir auch Hilfe von Gott. Das ist bestimmt das, woran er sich erinnert. Hey, D, was machst du denn hier? D? Wie bist du in diesen Raum gekommen? War der Flur nicht verschlossen? Hä? Hast du vergessen, dass ich hier meinen Abschluss hatte? Ich kenne hier den Geheimgang, Dummi. Gut. Was hörst du da an? Ein Band? Ja, von meinem Abschlusstag. Mann, was, ist das wirklich schon 3 Jahre her? Es war wirklich nostalgisch hier an diesem Ort. Auch wenn er so verlassen ist, er hat sich wirklich nicht verändert. Das ist wie damals, als ich in der Klasse war. Ach, Studien hat mich wirklich fertig gemacht. Also, was? Ja. Du hast deinen Abschluss, aber studierst immer noch? Ja, ganz ruhig. Ich konnte nicht einfach nur das Examen nehmen. Also, oh Gott. Ach, jetzt lernt er zu Hause oder so. Das nächste wird mein 6. Versuch. Oh Gott. Es sind ein Haufen guter Leute in meiner Klasse. Die meisten von ihnen haben es beim ersten Mal geschafft. Es ist mein Traum, seit ich ein Kind war. Also hier so ein Gerichtstyp zu sein. Ich war so glücklich, als sie mich hier akzeptierten. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich einen Schritt weiter gewesen. Näher, ach komm, um ihn zu erfüllen. Oh Mann, ich kann schon manchmal reden. Die Arbeit war hart. Ich habe es gerade so geschafft, hier zu abzuschließen. Ich glaube, es war meine naive... Was? Professoren, dass die es getan haben. Nächstes Mal bestehe ich ganz sicher. Ich meine, es ist das 6. Mal. Und wieder. Ich bin ganz schön weit hinter meinen Klassenkameraden. Okay, das war nicht so gut in der Schule. Na gut, es ist gut, so motiviert zu sein, aber es ist doch gefährlich hier. Du solltest hier bald raus. Hä? Gefährlich? Was? Naja, ist ganz schön schwer zu erklären. Da ist so eine Art Monster hier. Es greift dich an, wenn es dich findet. Ich dachte, du wärst nur so ein alter Typ, der hier irgendwie durch eine verlassene Schule läuft, aber... Verdammt, du bist wirklich verrückt, hä? Ernsthaft, ein Monster? Selbst kleine Mädchen glauben doch nicht so etwas. Bist du total behindert? Macht das etwas Spaß, irgendwie Leute zu verarschen? Ich glaube nicht, dass ich so viel älter bin als... Ahem. Bitte unterbrich mich nicht, okay? Ich bin ein sehr talentierter, sehr bald auch schon Anwalt und du machst mir kein nichts daher oder irgendwas. Ich lenke gerade das Lichtchen ab da oben rechts. Ach, tu doch, was du willst. Aber sag nicht, dass ich dich nicht gewarnt hätte. Ja, ich werde tun, was ich mag. Danke. Als ob ich so einen schäbigen Punk wie dich irgendwas sagen könnte, was ich tun soll, was nicht. Das habe ich jetzt wirklich nicht verstanden, was am Ende noch stand. Okay, Freiheit. Noch nicht. Hey, Paul. Ich hab es. Was? Wirklich? Du bist reingekommen? In die Flugschule? Ja, das ist verrückt, David. Ich kann mir nicht...
Ich kann nicht mal einen Handstand machen. Du kannst tun, was auch immer du möchtest. Ha, danke. Aber das macht mich jetzt immer noch nicht zu einem Pilot. Ich muss immer noch das Examen Test bestehen. Mann, du bist total. Ach, du wirst es total locker schaffen. Und dann nimm mich auch einmal mit oder so. Ich liebe es irgendwie. Ach, ich würde es lieben, irgendwann mal über die Stadt zu fliegen. V. Ich werde nicht zu einem Passagierflugzeug gehen. Es ist nicht so eine Schule. Ach, doch nicht, sei doch mal, vertausche lieber die Details hier. Ich freue mich echt für dich. Du hast es gut. Hey, ich mach dir heute was zu essen, okay? Was? Was? Damals habe ich nicht wirklich nachgedacht. Ich bin einfach nur dahin gegangen, wo ich wollte. Ich frage mich, ob die genauso ist. Aber ich will jetzt erstmal das da oben haben, was glänzt. Was ist das? Das Julius Stone School Newspaper. Oh Gott. Week. Hot Topics. Eine große Hand für Mitchell. Mitchell hat es irgendwie geschafft hier. Mitchell hat irgendwie so einen Mega-Artikel geschrieben. Wir sollen uns alle für ihn freuen. Ja, es ist natürlich was Tolles für die Schule. Und er ist in Professor Cindy Petersen Klasse und das ist okay, irgendwas. Ich weiß nicht, ob mich das bringt, irgendwie sein. Ich brauche nur den Zettel, ist ja schrecklich. Das kritze ich immer rum. Sein Geburtstag. Ich weiß nicht, ob er mir schon mal irgendwas bringt. Gleichfleiß, bla bla bla. Finde ich sehr interessant. Ich sollte vielleicht noch mit aufschreiben, dass es der von dem ist. Von dem Mitchell. Halt Sekunde nochmal. Von Cindy Petersen. Ich weiß nicht, Lekturraum oder sowas. Gab's da, glaube ich, den Schlüssel dazu. Haufenweise Bücher und sowas. Ich habe jetzt komplett gleich wieder den Mann da angerannt. Das wird sie nicht öffnen. Es ist verschlossen. Hier liegt etwas. A sheet of paper. Okay, wieder eine Notiz. Die Regeln passen. Achso, nee. Es ist einfach wieder diese Zeichen da. Passt zu den anderen Seiten. Also war er hier. Viele Hoffnungen werden hier erfüllt. Viele Jugendliche sind gesegnet, aber ich habe das nicht. Was ist so schlecht an mir? Ich wurde niemals ausgewählt. Es hat gibt einfach keinen Sinn. Ich mag diese Tage nicht. Ah, okay, er wurde hier angemeldet an dieser Schule. Das war der Tisch. Was fühlt er sich wichtig? Wollte er genauso ein Anwalt werden wie D? Ich frage mich, ob das. Ich frage mich, ob das bedeutet, dass er keiner geworden ist. Gut, ich weiß nicht, was eigentlich. Das wurde mal wieder übermalt hier. Okay. Ich speichere noch einmal. Okay, was haben wir hier? Ach, Hilfe. Ist komplett dunkel draußen. Ja, nicht nur das Dunkel, es ist draußen. Ich glaube, ich muss mir alles einzeln anquatschen, oder? Ich weiß auch nicht, was sie mit 6.19 meinten. Das ist ja der Geburtstag von ihm. Warum bin ich jetzt hier eigentlich drin? Was soll ich hier? Ich muss es irgendwas geben. Das bringt die ganzen Stühle anzuquatschen. Einmal in einem Spiel hat es da schon was gebracht. Nicht, dass der krumme Mann gleich wieder reinkommt, nur weil ich rausgehe. Ich das eigentlich nur triggern sollte. Wenn ich hier Spaß habe. Okay, gucke ich mir das große Teil hier an. Nein, nicht wirklich. Was ist denn das überhaupt für ein Raum? Auditorium. Also ich würde trotzdem sagen, wir machen jetzt hier erstmal an der Stelle wieder Schluss und sehen uns im nächsten Part. Bis